Hallo meine Lieben, hallo YouTube, willkommen zu diesem neuen Video und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es ein kleines Informationsvideo, sag ich mal, weil Sunny von Sunny Jo hier auf YouTube, werde ich natürlich verlinken, aber ich denke mal, ihr kennt sie alle. Wir machen ein Teilbild-Event jetzt im Oktober, also morgen. Für mich ist es dann morgen soweit. Ich bin ein bisschen spät dran mit dem Video. Aber ich möchte euch sagen, worum es jetzt quasi geht. Also ihr seid herzlich eingeladen, alle mitzumachen. Wir haben jetzt irgendwie keine spezielle Gruppe oder irgendwas. Es läuft so hauptsächlich bei YouTube und Instagram. Also bei Instagram können wir dann, also haben wir auch einen Hashtag. Und zwar, ich glaube, Hashtag TeilbildOktober. Werde ich hier aber auch nochmal einblenden, wie der Hashtag jetzt ist. Und genau, ihr könnt sehr gerne mitmachen. Und ihr könnt alles ihr könnt alles painten, was Teilbilder sind. Also entweder jetzt diese typischen Bilder mit den Sondersteinen und so, mit den ganz großen Steinchen und so weiter. Oder auch einfach nur eine Art Vollbild, aber halt, dass hinten zum Beispiel eine Fläche ist, die nicht gepaintet wird. Also das ist ja auch ein Teilbild. Also es müssen keine Spezialsteine sein. Das muss dementsprechend auch nicht lizenziert sein. Also ihr könnt mit allem mitmachen, was ihr möchtet. Ihr könnt auch Untersätze oder Sticker oder irgendwas painten, wenn ihr möchtet. Und genau, wenn ihr dann das bei Instagram postet, dann wäre es schön, wenn ihr den Hashtag dazu packen würdet, damit wir es auch sehen. Und genau, ich denke mal, wir werden am Ende auch ein paar Bilder zeigen. Oder so eigentlich alle, die ich jetzt so dann finde. Und auch bei YouTube seid ihr gerne herzlich eingeladen, ein paar YouTube-Kollegen, wenn ihr mögt, mitzumachen. Und auch, ich glaube, Sunny möchte auch bei Facebook was machen. Das weiß ich jetzt gerade nicht so genau. Aber bei Facebook bin ich sowieso nicht so aktiv. Ich wollte euch zeigen, was ich painte. Also ich painte nichts mit Sondersteinen, sondern dieses Bild hier von Diamond Art Club. Ich finde es so, so süß und ich kann es jetzt... Möchte es jetzt endlich anfangen. Ich habe schon mal so ein Bild in der Art gepaintet von Diamond Art Club. Das war eine Bulldogge. Die habe ich auch fertig, aber da habe ich noch kein YouTube gemacht und so. Deswegen, ich habe sie mal gezeigt. In einem Video, wo ich meine ganzen fertigen Bilder gezeigt habe. Aber ich bin mir jetzt gar nicht ganz so sicher. Also ich möchte versuchen, dieses Bild hier zu painten. Es ist nicht viel und ja, mal sehen, ob ich das schaffe. Weil ich wollte eigentlich jetzt im Oktober auch ein bisschen die Bilder painten, die ich ja in meiner 7-Tage-7-Bilder-Challenge vorgestellt habe. Die möchte ich jetzt dann ein bisschen intensiver painten. Also ich painte auch andere Sachen, das, worauf ich Lust habe, sowieso immer. Aber ich möchte ein bisschen mehr damit machen, painten, arbeiten. Ja, und mein Eventbild wird halt dieser kleine Yorkshire Terrier. Richtig süß einfach. Und genau, die Steine sind hier. Es sind auch echt nicht viele, ne? Also, ja, die Zipptüten sind, also die Zipptüten sage ich schon, die Tüten sind auch echt alt, glaube ich. Also, die Nummern und so und... Irgendwie sehen die Tüten so anders aus als die jetzigen. Ja, es sind auf jeden Fall auch 4 AB-Steine drin. Ja, ich muss mal gucken, wo ich das Ganze abkitten werde. Ich müsste vielleicht noch ein Kitting Down machen vorher, damit ich das benutzen kann. Weil es sind ja auch nicht so viele Steine, ne? Also... Die werden wohl in meine... Ach, wie viele Farben haben wir? 33? Oh. Okay, dann passen die gar nicht in die kleine Box rein. Okay. Vielleicht painte ich auch aus Zipptüten.
dass ich das Ganze in Zip-Tüten umfülle. Ich weiß nicht. Mal gucken, wie ich das machen werde. Auf jeden Fall werdet ihr dann sehen bei Instagram, wenn ihr mögt. Könnt ihr mich gerne verfolgen. Ich werde es ja einmal einblenden und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da folgen würdet. Da poste ich halt auch immer aktuelle Updates und so, was ich gerade so painte. Auch nicht jetzt Eventsachen, sondern generell so. Und ich werde auch Sunnys Kanal da verlinken oder Seite. Ich glaube, bei Instagram heißt das Seite, ne? Genau, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr macht fleißig mit. Würde mich sehr freuen. Und wie gesagt, den Hashtag TeilbildOktober werde ich nochmal einblenden. Und ich hoffe, ihr habt dann Spaß. Also es wird auch nicht zu gewinnen geben. Wir machen es einfach nur aus Spaß. Und wie gesagt, ich werde euch... Bridget, scht. Ich werde dann auch... Ich muss euch nochmal fragen, aber ich glaube, wir wollten das so machen, dass wir dann... Bridget. Dass wir nochmal dann Bilder zeigen quasi von euch. Genau, in einem Video. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst gerne Liebe da in den Kommentaren. Schreibt mal, ob ihr da mitmachen mögt oder auch nicht. Wie ihr das findet, weil ich hatte bisher noch kein Event gesehen mit Teilbildern. Also ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen, wenn ihr mitmacht. Und genau, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt gesund, hab euch lieb und sage damit bye bye.